Bankhaus Urania in Zürich 1991. Mitten am Nachmittag wird eine junge Frau niedergestochen. Das Opfer stirbt am Tatort. Die Polizei sucht nach einem brutalen Mörder. Ein fataler Irrtum. Dass es eine weibliche Serientäterin gibt, eine gefährliche, das hat man eigentlich bis anhin nicht für denkbar gehalten. So etwas wie hier, das völlig unberechenbar aus dem Nichts heraus agiert wird, das habe ich noch nie erlebt in dieser Art. Da ist als Motiv, das hat die Täterin selber gesagt, nur die Lust am Töten gewesen. An einem warmen Junitag zieht es die Innerschweizerin Caroline H. nach Zürich ins Parkhaus Urania. Nicht zum ersten Mal. Mit dem Lift fährt die 18-Jährige rauf und runter. Wie immer trägt sie ein Messer auf sich. Sie hält Ausschau nach einem Opfer. Sie will endlich ihre Fantasie, eine Frau umzubringen, in die Tat umsetzen. Im siebten Stock des damals düsteren Parkhauses vernimmt sie das Klappern von Absätzen. Alles geht blitzschnell. Sie hat sich ihr von hinten genähert. Die Frau hat sich umdrehen. Es war dann aber schon zu spät. Und sie hat dann mit einem sogenannten Butterfly-Messer ihr in den Rücken gestochen. Und das hat dann auch sofort zur Öffnung der Schlagader im Innenbereich geführt. Und die Frau hat aufgrund dieser Verletzung keine Chance gehabt, um das zu überleben. Nach der Tat verlässt Caroline H. das Parkhaus unbemerkt. Bei späteren Einvernahmen beschreibt sie das Geschehene nüchtern. Ich habe die Frau überrascht. Wir standen uns einen sehr kurzen Moment gegenüber. Sie hatte gar nicht realisiert, was da vor sich geht. Sie hatte auch nicht groß geschrien. Die Frau, die im Parkhaus Urania getötet wurde, ist eine 29-jährige Aargauerin. Im Kofferraum ihres Autos findet die Polizei ein Festkleid. Sie hätte es an der bevorstehenden Hochzeit der Schwester getragen. Bald hätte sie auch ihre eigene Hochzeit gefeiert. Nach der Bluttat steht die Polizei vor einem Rätsel. Wir hätten alle richtig recherchiert, der wissenschaftliche Dienst war dort. Wir haben Detektive aufgeboten, wir haben Fahndungsbilder gemacht, wir haben Aufrufe in der Bevölkerung gemacht, wir haben Personenbefragungen gemacht, wir haben wirklich alles Erdenkliche gemacht und trotzdem sind wir an und für sich kein bisschen weitergekommen in diesem Fall. Die Polizei fahndet nach einem oder zwei Männern. Die Öffentlichkeit ist alarmiert. Schnell bekommt der Fall eine politische Dimension. Frauen fordern sicherere Parkplätze. Für den Strafrechtsprofessor der Universität Zürich, Christian Schwarzenegger, ist klar, dass Polizei und Öffentlichkeit von einem männlichen Täter ausgehen. Der gefährliche Täter ist ein Mann. Von dem gehen alle aus, also bei der Polizei, bei der Justiz, auch in der Gesellschaft. Und das hat in dem Fall die Untersuchung in eine völlig falsche Richtung gelenkt. Es hat sogar dazu geführt, dass man Parkhäuser, Frauenparkplätze separat abgesondert hat, man größere Beleuchtung eingeführt, weil man eben immer die Gefahr bei einem männlichen Täter verankert hat. Weil eine Frau als Täterin undenkbar ist, bleibt Caroline H. unbehelligt. Wenige Tage nach dem Mord im Parkhaus beginnt sie eine Verkaufslehre in Luzern. Die bricht sie, wie alle folgenden, nach kurzer Zeit ab. In dieser Zeit, 1991-92, geht ein Feuerteufel um in Luzern. Die Brandserie beginnt mit kleinen Sachbeschädigungen. Später lodern Schuppen, dann bewohnte Häuser. Spektakulär ist der Großbrand eines Holzlagers einer Schreinerei. Die Feuerwehr steht im Großeinsatz. Trotzdem kommt es zum Totalschaden.
Niemand ahnt, dass die Parkhausmörderin und die Serienbrandstifterin dieselbe junge Frau sind. Den Höhepunkt der Brandserie kündigt sie im April 1992 an. Seit dem Mord im Parkhaus ist ein knappes Jahr vergangen. Auf einer Zugstoilette beschreibt sie eine Papierserviette. Ich bin ein Brandstifter. Heute Nacht gibt es den zweiten Großbrand in Luzern. Ich kann's nicht lassen. Die Serviette lässt sie liegen. Am 23.04. ist eine Papierserviette, die man braucht, um die Hände abzutrocknen, in der Toilette von einem Zug aufgefunden worden, von einer Passantin. Die hat die Serviette übergeben, Zugführer. Dort ist ein Brand angekündigt worden und unter anderem, ich kann es nicht lassen. Und am 29. war dann ein Versuch gewesen, ganz in der Nähe vom Kommandogebäude da. Dort hat der Abwart den Brand auch entdeckt, ist gelöscht. Und dann ist sie dann vom Moos runtergegangen. In Esterhaufen hat die Bananenschachteln angezündet, die dort deponiert waren. Und hat einen Dachstockbrand ausgelöst. Der Brand war so intensiv und musste mit Wasser bekämpft werden, dass man schlussendlich einen Totalschaden im Gebäude hatte. Am historischen Gebäude entsteht ein Schaden in Millionenhöhe. Die Kriminalpolizei Luzern geht von einem Brandstifter aus. Von einem Mann. Für Caroline H. ist der von Moos Großbrand ein Erfolg. Sie ist stolz darauf und macht Andeutungen gegenüber einem Bekannten. Das wird ihr zum Verhängnis. Er gibt der Polizei den entscheidenden Hinweis. Wenige Tage später kommt Caroline H. in Luzern in Untersuchungshaft. Sie gesteht 40 Brandstiftungen. Auch Menschenleben hat sie gefährdet. Der Gesamtschaden beträgt 4,5 Millionen Franken. Bei Caroline H. ist es einfach so, dass sie sich natürlich bei diesen Brandstiftungen gross vorgekommen ist. Sie hat Action verursacht, sie hat für das gelebt, von dem gelebt. Das zeigt auch, dass sie die Taten in allen Einzelheiten können schildern konnte. Sie hat Zeitungsausschnitte weggetan, hat das wieder erlebt, immer wieder können konsumieren quasi. Und das war der Kick, den sie hatte. Sie ist auch zum Teil an die Brände hingegangen, sie ist dort schauen und hat sich eigentlich auch ergötzt an dem, was sie da ausgelöst hat. Als Serienbrandstifterin findet Caroline H. Aufmerksamkeit und Beachtung. Noch lange ahnt niemand, dass die 19-Jährige ein knappes Jahr zuvor eine Frau getötet hat. Kriminelle Karriere machen sich eigentlich schon früh bemerkbar. Das ist nicht unbedingt schon kriminelles Verhalten. Das sind Fantasien, die in Richtung Quälereien gehen oder wo man durchspielt, wie man jemanden tötet. Jetzt in diesem konkreten Fall ist das eigentlich schon sehr früh ausgebrochen, nämlich mit 18 ist es zu der ersten Tötung gekommen. Aber der weitere Verlauf zeigt, dass das eigentlich so typisch ist für die Gefährlichkeit, nämlich dass man ganz verschiedene Delikte begeht und dass sich das Verhalten immer mehr verstärkt. Aufgewachsen ist Caroline H. in der Innerschweiz, in einem ländlichen 4000-Seelendorf. Hier geht sie zur Schule. Ihre Eltern sind gebürtige Österreicher. Sie leben seit Jahrzehnten im Dorf und sind gut integriert. Ihre Kindheit sei intakt gewesen, sagen Psychiater später. Im Dorf erinnert man sich ihrer als scheues Mädchen mit blondem Haar. Ich habe sie meistens gesehen, wenn sie in die Schule ist und wieder jemand von der Schule kam. Und dann ist sie bei uns ins Geschäft. Wir haben ein paar Betriebe und ein Foto geschafft. Und dann ist sie alle einkaufen, hat sie Gummi geholt und Bleistift und Sachen. Oder? Und das ist ganz eine zierliche, schlanke Mädchen und sehr nett. Während der Realschule sondert sich Caroline H. immer mehr ab. Gleichzeitig habe sie darunter gelitten, dass sie wenig beachtet worden sei, sagt sie später. Sie begeht kleinere Delikte, auch Brandstiftungen. In der Umgebung gehen Heuschober in Flammen auf. Fotograf Josef Reinhardt hat sein Leben lang Unfälle und Brände dokumentiert. Katastrophensepp nennen ihn die Leute. Er ist Caroline H. unmittelbar nach einer Brandstiftung begegnet. Plötzlich hat es geheißen, dass ein Heugadeli brennen da dran. Und dann bin ich ins Auto hinein und raus und fotografieren. Und dann war das schon fast ausgebrannt.
Und dann nachher ist plötzlich jemand zu mir gekommen, oder? Und ich habe sie, ja, ich habe sie schon gekannt, an und für sich. Und dann sagt sie, Galizier Reinhardt, das hat jetzt auch noch schön gebrunnen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das hat schön gebrunnen, oder? Aber ich hätte nie gedacht, dass der das abzünden hat. Caroline H. fällt negativ auf. Mehrmals bricht sie Leerstellen ab. Sie ist gekränkt, äußert Drohungen. Man munkelt, sie habe psychische Probleme. Die Einbürgerung wird ihr verweigert. Ihr Traum, Polizistin zu werden, platzt. Zurück nach Luzern. 1992 kommt Caroline H. in Untersuchungshaft. Sie gesteht 40 Brandstiftungen. Es folgt der Prozess vor dem Luzerner Kriminalgericht. Niemand ahnt etwas vom Parkhausmord vor 2 Jahren. Bezüglich der Brandstiftungen zeigt Caroline H. weder Einsicht noch Reue. Sie hat immer betont, sie würde das wieder machen, was sie gemacht hat. Sie hatte so eine menschenverachtende Art gehabt, wo eine Gesamtwürdigung von allen diesen Faktoren wirklich Anlass gegeben hat, zu denken, die Frau ist gefährlich, die muss längere Zeit hinter Gitter sein. Das Gericht folgt der Staatsanwältin und verurteilt die 20-jährige Caroline H. zu 4 Jahren Zuchthaus. Darüber hinaus ordnet es die Verwahrung an. Das heißt, hinter Gittern auf unbestimmte Zeit. Die Verwahrung einer 20-jährigen Frau ist damals sehr umstritten. Damals hat es eigentlich noch fast keine solche Verwahrungen gegeben. Man hatte ein anderes Denken gehabt. Und ich bin dort eigentlich effektiv ein bisschen einsame Rüferin in der Wüste gewesen. Insbesondere in Bezug auf eine Frau, insbesondere in Bezug auf die Caroline H., die eigentlich so als ganz feines, liebes Persönchen damals auftreten ist. Und man hat schon in meinem juristischen Umfeld mir eigentlich bedeutet, wie kommst du auch dazu, so eine harte Sanktion auch zu beantragen. Im Gefängnis fällt Caroline H. durch renitentes Verhalten auf. Trotzdem hebt das Obergericht Luzern als zweite Instanz die Verwahrung auf und senkt die Strafe um ein halbes Jahr auf 3,5 Jahre. Ausschlaggebend sind neue, positive psychiatrische Gutachten. Auf diese neuen Befunde stützt sich das mildere Urteil des Obergerichts. Ein brisanter Entscheid. Schaut man den weiteren Werdegang Caroline Haas an. Man hat einfach auch generell damals und immer noch, würde ich meinen, ein bisschen Mühe damit, einer Frau so eine Gewaltbereitschaft und so eine Gefährlichkeit zuzutrauen. Und ich glaube schon, dass das mitgespielt hat damals. Anfangs der 90er Jahre waren psychiatrische Gutachten nicht standardisiert. Bis heute gibt es bei uns nur wenige forensische Psychiater, die von der Fachgesellschaft zertifiziert sind, Gutachten über Straftäter anzufertigen. Seit den 90er Jahren, seit auch die Problematik der gefährlichen Täter im Vordergrund steht, hat man probiert, die Qualität zu steigern von diesen Gutachten. Man hat auch eine bessere Fachausbildung und man probiert auch, die Methoden statistisch genauer zu machen. Aber man darf natürlich nie vergessen, dass in Zukunftsaussagen über menschliches Verhalten, und die sind immer ungenau. Und bis jetzt hat man da eigentlich nicht so einen Standard erreicht, dass man über Jahre raus Gefährlichkeit voraussagen könnte. 1996 kommt Caroline H. nach Zürich. Ihre Strafe von 3,5 Jahren hat sie im Gefängnis verbüßt. Die 23-Jährige macht Kampfsport. Wieder fängt sie eine Lehre an. Diesmal als Elektrikerin. Wieder legt sie Brände und gefährdet Menschenleben. Wieder zieht es sie in Parkhäuser. Wieder hat sie den Film im Kopf, eine Frau erschrecken und töten. Wie damals vor 5 Jahren. Im Parkhaus Hohe Promenade lauert sie einer Frau auf. Wenige Meter vor Caroline H. kehrt diese unvermittelt um und fährt mit dem Auto davon. Für Caroline H. ein Misserfolg, wie sie in einer späteren Einvernahme schildert.
Ich kam gar nicht dazu, zu versuchen, sie zu töten. Sie lief davon. Nachrennen mochte ich ihr eigentlich nicht. Ich hätte versucht, die Frau zu erstechen. Es hat mich einfach gereizt, es nochmals zu machen. Ich hatte Lust, es nochmals zu machen. Der Trieb zu töten. Die Lust am Morden. Andreas Frey ist forensischer Psychiater. Er hat Caroline H. über längere Zeit begutachtet und Mordlust diagnostiziert. Es ist selten, aber wenn man die berühmten Einteilungen von der Serientötungen anschaut, also von den Serienkiller, dann ist eins davon ist der hedonistische Killer, ist also der, der um des Mordens willen tötet, und dann würde man auf Deutsch Mordlust sagen. Und das ist, denke ich, bei der Caroline H. nach allem, wie sie ihre Daten so geschildert hat, auch der Fall gewesen. Bei Frauen ist Mordlust noch seltener als bei Männern. Aber schon bald wird diese bei Caroline H. wieder übermächtig. Im Januar 1997 geht sie gegen 19 Uhr zur Zürcher Seepromenade. Wieder hält sie Ausschau nach einer Frau. Wieder sucht sie ein Opfer. Nach einer halben Stunde will sie aufgeben. Dann sieht Caroline H. eine Spaziergängerin. Eine 61-jährige Frau. Caroline H. nähert sich ihr, legt ihr den Arm um den Hals und sticht mit dem Teppichmesser zu. Die Frau, groß und stark, leistet heftige Gegenwehr. Die Klinge des Teppichmessers bricht ab. Caroline H. nimmt ein Klappmesser zur Hand. Erneut sticht sie, wie von Sinnen, auf das Opfer ein. Dann geht sie zum See, um Hände und Messer vom Blut zu reinigen. Sie packt einen Stein, geht zurück zum Opfer und schlägt ihm damit mehrmals auf den Kopf. Es war in dem Fall ähnlich wie im Urania-Parkausfall. Die Polizei ist an und für sich vor einem Rätsel gestanden. Es hat nicht wirklich ein Motiv gegeben, wenn man die Abklärungen angeschaut hat. Kein Beziehungsdelikt. Die Frau war eine ältere Dame. Einen Raub konnte man weitgehend ausschliessen. Und aufgrund von dem ist man natürlich einmal gleich wieder an dem Punkt gewesen, wo man gesagt hat, das muss irgendein Mann oder mehrere Täter gewesen sein. Am folgenden Tag findet die Polizei bei der Leiche Spuren des erbitterten Kampfs. Das Teppichmesser, den blutverschmierten Stein, den abgerissenen Knopf vom Mantel des Opfers. Der Mantel ist mit Messerstichen übersät. 30 Mal hat Caroline H. zugestochen. Bei der späteren Einvernahme gesteht Caroline H., dass sie mit der Tat beim Chinagarten nicht zufrieden war. Sie, die Perfektionistin, hatte im Kopf ein anderes Drehbuch. Es hätte aber schneller gehen müssen. Sie hätte schneller Angst haben und schneller tot sein müssen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Wenn ich einmal in Fahrt bin, dann kann mich nichts mehr stoppen. Mit 24 Jahren hat Caroline H. bereits zwei Menschen umgebracht. Generell aber gibt es nur ganz wenige Frauen, die töten. Frauen sind grundsätzlich weniger kriminell als Männer. Und bei der Tötungskriminalität sind es 10% überhaupt. Und sie sind in einer anderen Rolle tätig. Teilweise als Mittäterinnen, teilweise aus Beziehungskonflikten aus entsteht das. Also es ist, wenn man so will, kriminologisch gesehen, nicht so schwerwiegend wie die männliche Tötungskriminalität. Und auf der anderen Seite ist es dann noch seltener, wenn es um besonders gefährliche Täter geht. Dort hat man in der Schweiz momentan kaum Erfahrungen. Es sind 4 Frauen, die aufgrund von ihrer Gefährlichkeit verwahrt sind. Ein Jahr später, 1998, schlägt Caroline H. erneut zu. In einer Buchhandlung in Zürichs Altstadt. An einem Samstagmorgen um 11 Uhr betritt sie das Geschäft.
Die junge Frau stellt sicher, dass die 75-jährige Buchhändlerin allein im Geschäft ist. Dann sticht sie 12-mal zu. Wieder richtet sie ein Blutbad an. Die Buchhändlerin wird lebensgefährlich verletzt. Caroline H. stellt sich auf das Opfer, um es ganz bewegungsunfähig zu machen. Aus der Ladenkasse stiehlt sie 400 Franken. Unerkannt verlässt sie den Tatort. Oberhalb der Buchhandlung wohnt damals ein Arzt. Er rettet der Frau das Leben. Ich bin direkt in die Buchhandlung hier und habe dort die Buchhändlerin gefunden, am Boden liegend, wach. Ich konnte sie ansprechen. Ich habe dann versucht, mich ein bisschen zu orientieren. Ich habe versucht, Kleider zu öffnen, mir einen Eindruck zu machen über die Art der Verletzungen. Ich habe gesehen, dass sie diverse Stichwunden hatte, am Thorax, auch am Hals. Wir haben sie möglichst versucht, zu beruhigen, zu sagen, dass sie im Moment eigentlich keine Gefahr ist. Wir haben sie dann gelagert. Sie war immer ansprechbar. Wir haben ihr können sagen, was läuft, dass wir sie versuchen, jetzt möglichst schnell ins Spital zu bringen. Die Angst geht um im Quartier. Denn das Opfer vom Chinagarten wohnte nur 2 Häuser neben der Buchhandlung. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Bluttaten. Sind das wirklich nur Zufälle oder hat es mit dieser Gasse etwas zu tun? Ist jemand, der irgendwie Leute in dieser Gasse speziell im Visier hat? Und das ist eigentlich das, was belastend war. Wer ist der Nächste? Aber Opfer gibt es keine weiteren. Die Buchhändlerin überlebt. Es sollte sich herausstellen, dass der gemeinsame Wohnort Zufall war. Kein Zufall ist, dass alle 3 Opfer Frauen sind. Caroline H. lehnt alles Weibliche ab. Frauen sind für sie verachtenswert. Sie war nicht fähig, denke ich, Frauen wahrzunehmen. Für sie sind Frauen schwach. Verabscheuungswürdig, wenn man es annehmen, dass das wirklich eine Form von sublimiertem Selbsthass war. Immer mehr machen Caroline H. ihre Taten zu schaffen. Sie weist sich selber in eine psychiatrische Klinik ein. Gegenüber Betreuern erwähnt sie Träume, in denen sie Frauen tötet. Die Polizei wird eingeschaltet. Langwierige Einvernahmen beginnen. Sie hat offenbar das Bedürfnis gehabt, jemandem davon zu erzählen, dass sie das nicht mehr allein mit sich herumtragen muss. Sie wollte sich erleichtern und darum hat sie auch immer von Träumen erzählt. Sie hat an und für sich in der Anfangsphase gerne gesagt, sie hätte das und das gemacht. Der Detektiv hat dann aber ganz klar Verbindungen zu Park, See, Chinagarten herstellen, die ihm bewusst waren, dass dort das Tötungsdelikt war. Wir hätten natürlich die Auswertungen der Recherchen der Polizei beizogen. Und es hat sich gezeigt, dass die Caroline H. Details erzählt hat, die an und für sich nur dem Täter oder der Täterin könnte bekannt sein. Konfrontiert sie die Polizei jedoch zu direkt mit den Taten, verliert sie unvermittelt die Kontrolle. Ich kann mir sagen lassen, dass sie zum Teil bei den Vorführungen bei der Polizei innerhalb von Sekunden so explodiert ist, dass sie einmal einen Polizisten die Rippe gebrochen hat. Also man muss sich das einfach vorstellen, das ist wirklich explosiv. Und auf der anderen Seite ist sie absolut teilnahmslos dort, bei diesen Einvernahmen gewesen. Auch die Kantonspolizei Luzern verhört Caroline H. noch einmal wegen ungeklärten Brandstiftungen. Auch hier gilt sie als Hochrisikogefangene. Man gibt ihr die Energie gar nicht, die sie hat. Also die können, die ist wahnsinnigen Stimmungsschwankungen unterworfen gewesen und die können aus dem Nichts heraus explodieren und dann sind Sachen geflogen. Also unter anderem sollen mal sie explodiert sind, dann haben 3 Männer sie müssen wieder haben unten im Büro. Und das zeigt eigentlich schon ein bisschen das Aggressionspotenzial, das die Frau hat. Also sie wird von uns als sehr gefährlich eingeschätzt. Ich denke, was sie besonders auch gefährlich macht, das ist eine Frau. Und wir sind selten mit solchen Leuten konfrontiert. Der Zwischenfall bleibt nicht folgenlos. Die Kantonspolizei Luzern baut im Einvernahmezimmer eine Zelle ein, in der aggressive Untersuchungshäftlinge während der Befragung eingeschlossen werden können.
Nach monatelangen heiklen Einvernahmen ist Caroline H. in Zürich vollumfänglich geständig. 1999, 8 Jahre nach der Bluttat im Urania-Parkhaus, wird es jetzt öffentlich. Der Mörder ist eine Frau. Caroline H. Zwei Jahre später, am 17. Dezember 2001, kommt es zum Indizienprozess am Obergericht Zürich. Das öffentliche Interesse ist riesig. Jürg Faes war damals Staatsanwalt. Seine Anklage basierte fast ausschließlich auf Geständnissen der Täterin. Da im konkreten Fall hat die Täterin, Caroline H., jeweils ganz detaillierte Aussagen gemacht bezüglich der einzelnen Taten. Aussagen und Details, die wirklich nur der Täter hätte wissen können. Der musste dabei sein bei diesen Sachen. Ich kann ein kleines Beispiel vielleicht erwähnen. Im Urania-Tötungsdelikt. Dort hat die Anklagte gesagt, das Opfer heig, im Moment, wo sie sich abgestochen haben, die Autoschlüssel in der Hand gehabt. Und sie sind mit auffallenden Schuhen, mit hohen Absätzen bekleidet gewesen. Und die Schuhe haben ein besonderes Geräusch, so ein Tack, 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 verursacht. Und das ist ihnen auch aufgefallen. So etwas ist nie in den Medien gekommen. 2 Prozesstage lang sitzt Caroline H. hier im Saal. Neben ihr ein Sicherheitsbeamter des Frauengefängnisses Hindelbank. Auf eigenen Wunsch trägt sie Hand- und Fußfesseln. Ohne fühle sie sich nackt, sagt sie. Mit leiser Stimme schildert sie noch einmal ihre Taten. Erzählt vom Geräusch der Absätze, das sie genervt habe. Erzählt, dass sie Frauen verachte, weil sie schwach seien. Caroline H. wirkt angespannt und doch unbeteiligt. Vor Gericht bescheinigt Psychiater Andreas Frey der 28-jährigen Serientäterin eine hohe Gefährlichkeit und empfiehlt die Verwahrung. Man hat damals von einer kombinierten Persönlichkeitsstörung geredet, eine sehr komplexe Geschichte. Also wir haben damals von einer schizoiden, narzisstischen und Borderline-Persönlichkeitsstörung geredet. Wohl wissend, dass die Kategorien, die wir zur Verfügung haben, manchmal nur sehr ungenau das Phänomen beschreiben. Wie drückt sich das aus? Schizoid heisst sonderbar, verschlossen, eigenbrödlerisch. Narzisstisch heisst prahlerisch, grandios. Und Borderline heisst emotional instabil, also wechselnde Gefühle unterworfen, Ablehnung einerseits und Aufjubeln andererseits. Also eine Zerrissenheit von der Persönlichkeit, könnte man eigentlich sagen. Am Prozess zeigt Caroline H. keine Emotionen. Weder Mitleid mit den Opfern noch Reue. Sie sagt, man solle die Gesellschaft vor ihr schützen. Das Obergericht spricht Caroline H. schuldig. Des Mordes im Urania-Parkhaus. Des Mordes beim Chinagarten. Des versuchten Mordes an der Buchhändlerin. Der 50-fachen Brandstiftung sowie weiterer Delikte. Der Schuldspruch lautet lebenslange Zuchthausstrafe und Verwahrung auf unbestimmte Zeit. Es ist die Höchststrafe. Mit dem Urteil bin ich sehr zufrieden gewesen. Ziel ist ja gewesen, in diesem Verfahren, aufgrund der ganzen Vorgeschichte und dieser Taten, die Öffentlichkeit in Zukunft vor der Täterin zu schützen. Und das Mittel dazu sieht das Strafrecht vor, Verwahrung. Und ich habe die beantragt. Und das Gericht hat aufgrund dieser Situation richtig entschieden und hat auch dann eine Verwahrung auf unbestimmte Zeit ausgesprochen. Anders der Verteidiger. Nach der Gerichtsverhandlung kritisiert er das Urteil als übersteigerten Sicherheitsfimmel.
Meiner Ansicht nach war klar, dass so eine Verwahrung kommt. Absolute Sicherheit, so wie das der Herr Referent heute gefordert hat, dass sie meine Mandantin erst entlassen werden kann, wenn es eine absolute Sicherheit gibt, dass nichts mehr passiert. So eine absolute Sicherheit gibt es natürlich bei keinem Menschen. Caroline H. wird abgeführt. Sie kommt in die Frauenvollzugsanstalt Hindelbank. Hier ist sie nicht im normalen Vollzug. Im Hochsicherheitstrakt, wo sie einsitzt, dürfen wir nicht filmen. Aus Sicherheitsgründen. Weil Caroline H. als gemeingefährliche Täterin gilt, ist sie in Einzelhaft. Das heißt, keine sozialen Kontakte und unter ständiger Überwachung. Die Verwahrte hat keine Aussicht auf Entlassung. Ihr Leben spielt sich zwischen Arbeits- und Wohnzelle ab. Ihre Zelle misst 16 Quadratmeter. Eine normale Zelle ist 12 Quadratmeter groß. Sie hat eine sehr grosse Zelle. Also sie hat die ehemalige Arbeitszelle, die war am Altertrag für Terroristinnen. Da hat man ihr als Aufenthaltsraum gegeben, weil man gewusst, es gibt sehr eine lange Strafe. Sie ist wahrscheinlich länger da als andere, die in Sicherheitshaft sind, am Sicherheitsvollzug an sind, wo sie recht individuell hat können einrichten können. Und wenn sie aus der Zelle rausgeht, also zum Arbeiten geht sie zu der Zelle raus, wird begleitet von drei Leuten, die oben arbeiten, auch von Leuten aus dem Sicherheitsdienst, die dazukommen, arbeiten nachher in ihren Arbeitszellen. Im Sommer arbeiten sie auch viel von uns im Hof. Täglich kann sie eine Stunde trainieren. Drinnen oder draußen auf dem Hof. Dieser ist mit einem Erdwall umgeben, betoniert und vergittert. 4x4 Meter, wie ihre Zelle. Anwalt Matthias Brunner vertritt Caroline H. seit 5 Jahren. Er ist überzeugt, dass die Isolierung zermürbend wirkt. Frau H. ist sich natürlich bewusst und spürt, dass sie in einem Gefängnis im Gefängnis ist. Bei anderen Häftlingen, andere Gefangene, die nehmen teil am Gefängnisleben. Das ist auch ein Stück weit ein soziales Leben. Da hat es Kontakte, hat es Beziehungen, bessere, schlechtere. Da hat es Arbeitsaktivitäten, gemeinsame Essen, Schaffen und so weiter. Das ist alles bei der Frau H. nicht der Fall. Und sie merkt natürlich, dass das ihre Schaffen macht, dass das nicht gut ist. Zu den wenigen Außenkontakten gehören die Eltern. Sie besuchen Caroline H. regelmäßig. Über fehlende Beziehungen können Tiere hinweghelfen. In Hindelbank spielen sie eine wichtige Rolle. Caroline H. hat seit 7 Jahren eine Katze namens Zeus. Sie kann sich frei bewegen und gibt ihr Halt. Es ist halt jemand, der wirklich immer da ist. Jemand, der ihn zulässt, jemand, der ihn nicht raushäuscht, jemand, wo man ihm den Kummer sagen kann, wenn man das will. Ich weiß es nicht, was die Insassin, was genau die Katze für sie bedeutet, was genau sie der Katze erzählt oder nicht erzählt. Aber es ist eine Bezugsmöglichkeit. Es ist auch, ein Tier ist gerade in so einer Situation etwas, wo es Wärme gibt, wo Möglichkeit gibt, jemanden anzulängen. Und eine Katze finde ich von dem her auch etwas Tolles, weil eine Katze ist unabhängig im Ganzen. Also man kann sie nicht einfach dressieren. Der Zustand von Caroline H. ist labil. Es gibt Phasen, in denen sie ihre Taten leugnet. Chancen auf eine intensive Therapie hat sie momentan keine, mangels Erfolgsaussichten. Der Blick nach vorn ist schwierig. Wenn das jemand nicht kann, wenn jemand immer noch am Kämpfen ist, wenn jemand das Urteil nicht kann, anerkennen und das Gefühl, es muss noch ändern, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann ist es schwierig für sich selber Perspektive zu sehen. Ich denke, man muss aus der Situation vom inneren Auflehnen, irgendeine Form von Gelassenheit kommen. Man kann also heute keine Perspektive bezeichnen, aber man kann auch das Gegenteil machen und sagen, es ist perspektivlos. Man weiß es schlicht und einfach im Moment noch nicht. Und damit man die Entwicklungen, die zu erwarten sind bei der Frau H., nicht verbaut, ist es auch sehr wichtig, dass sie in den kommenden Jahren vom Strafvollzug eben auch den Lebensmut und auch die Lebensqualität und die Lebensressourcen nicht verliert. Mit einer Täterin wie Caroline H. hat niemand gerechnet. Weder die Polizei noch die Justiz. Sie wird wohl immer eine Ausnahme bleiben.
eigentlich unfassbar.